da ich ja das totale Firebeast bin, habe ich mir dann nach dem Spiel eine Kiste Wein ins Gesicht gekippt und war noch eine ganze Weile tanzen. Nee, war ich nie. Also wir sind in einer englischen Woche und nach dem Spiel ging es relativ zügig nach Hause und dann lässt man das Spiel nochmal ohne Emotionen an sich vorbeilaufen und schaut sich das nochmal an, damit man dann am nächsten Vormittag der Mannschaft ein paar Dinge sagen kann, die inhaltlich einfach richtig sind und man dann nicht nur mit Stammtischparolen den Jungs was um die Ohren knallt. Ja. Deswegen war an dem Abend ein kurzes Freuen angesagt und dann hat man das Spiel nochmal angeschaut und habe dann mich so vorbereitet für den nächsten Tag, wie sich das als Trainer gehört. Ja, es war eigentlich überhaupt keine taktische Umstellung, es war nur eine Umstellung von Spielertypen auf den Positionen im zentralen Mittelfeld. Nach der roten Karte gegen Lotte haben wir versucht, mit Bieler und Drexler zwei spielstarke Spieler ins Zentrum zu stellen. Also das haben wir dann gemacht und haben mit Janser noch einen Außenstürmer gebracht, sodass wir gerade aus dem Zentrum heraus einfach fußballerisch nochmal eine Schippe drauflegen konnten. Und das hat dann gerade beim 2-1 so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist dann schön und da gehört immer auch ein Tick weit ein Stück Glück dazu. Aber ich fand es in dem Moment fand ich es dann schon die richtige Entscheidung. Und wenn das dann auch ergebnismäßig dann so aufgeht, wie wir uns das vorstellen, dann haben wir dann doch mal was richtig gemacht. Nein, natürlich nicht. Also ein Sieg reicht bei Weitem noch nicht aus, um einer Mannschaft die hundertprozentige Stabilität, das hundertprozentige Selbstvertrauen zu geben. Ein Sieg reicht nicht aus, dass sich die Mannschaft aus so einem Erlebnis direkt das hundertprozentige Selbstvertrauen holt. Dazu müssen noch mehrere positive Ergebnisse für uns kommen und vor allen Dingen auch bessere Leistung bei eigenem Ballbesitz. Und trotzdem darf man so einen Heimsieg mit so einer Spieldramaturgie nicht unterschätzen. Der kann wirklich was für den Kopf auslösen. Und dass der Kopf eine entscheidende Rolle spielt, hat man, glaube ich, auch beim Gegner vom letzten Dienstag gesehen, die mit einer wahnsinnig breiten Brust und mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen angereist sind und einfach mit dem Gefühl, nichts verlieren zu können. Und dieses Gefühl müssen wir versuchen, auch für uns wieder in die Köpfe zu transportieren nach dem Motto, wir können gewinnen. Ja, wir können gewinnen und wir müssen gewinnen, ist immer so eine Sache, was ganz nah an der Verkrampfung liegt. Ja, und deswegen glaube ich, dass der Sieg extrem wichtig war und auch uns jetzt schon im Auswärtsspiel in Köln die eine oder andere Portion an Selbstvertrauen und an Sicherheit bei eigenem Ballbesitz mitgeben wird. Ja, was erwartet uns in Köln? In Köln erwartet uns eine Mannschaft, die ja eigentlich jetzt bis auf Mike, der zu den Kölnern gewechselt ist, jetzt nicht ganz so viel neues Personal haben. Eine eingespielte Mannschaft, eine Mannschaft, die total strukturiert gegen den Ball spielt. Eine Mannschaft, die wahnsinnig robust ist, weite Einwürfe als Waffe hat, Eckbälle und Standards aus dem Halbfeld als Waffe hat und ein wahnsinnig gutes Spiel auf dem zweiten Ball, ja, mit zwei, drei individuellen guten Spielern. Auch das ist nichts Neues für uns. Das heißt für uns, wir müssen brutal aufpassen bei gegnerischen Standards. Wir müssen uns brutal selbst fordern, was die defensive und offensive Zweikampfführung anbetrifft. Und wir müssen als Gruppe zusammenbleiben. Das heißt Anschluss nach hinten laufen, Anschluss nach vorn laufen, das Spielfeld kurz halten und der zentrale Punkt fürs Wochenende wird sein, dass wir bei eigenem Ballbesitz mehr Sicherheit und mehr Selbstvertrauen ausstrahlen und so noch mehr zu gefährlichen Situationen vom gegnerischen Tor kommen.